gut, na gut. Ich glaube, das vorläufig wäre. Die Kollegen signalisieren mir kurz, wenn sie bereit sind. Alles klar, ja. Wunderbar. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Statement vor der Sitzung der Fraktion Die Linke. Heute geben vom Vorsitzenden Gregor Gysi. Die Themen sind der sich bald jährende 10. Jahrestag der Agenda 2010, dann das Thema Energiepreise und der heutige Familiengipfel der Bundesregierung. Gregor Gysi hat das Wort. Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute empfängt ja die SPD-Fraktion den Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Und der wird natürlich in vollem Umfange mit ganz wenigen kleinen Abstrichen die Agenda 2010 würdigen, weil das ja sein Werk war, auch das Werk von Steinmeier, auch das Werk von Steinbrück. Daran haben sie ja wirklich also zusammengewirkt. Und ich weiß auch, dass es ein großes Medieninteresse gibt, aber die SPD bringt sich selbst in größte Schwierigkeiten. Denn ihr Wahlprogramm enthält ja auch lauter Reparaturvorschläge. Warum eigentlich, wenn Agenda 2010 so ein fantastisches Programm war? Ich kann nur sagen, Agenda 2010 war ein Sozialstaatsabbau, wie es ihn vorher und nachher in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben hat. Die ganze Ausweitung der prekären Beschäftigung, die verfassungswidrig geringen Sätze von Hartz IV, all das verdanken wir Agenda 2010. Und mich auch überzeugt auch überhaupt nicht die Entwicklung der Arbeitslosenstatistik, weil ich es noch einmal sagen muss, wenn ich aus einem Vollzeitarbeitsplatz zwei Arbeitsplätze mache von jeweils ein Drittel Vollzeit, dann habe ich zwar einen Arbeitslosen weniger, weil ja beide, die nur ein Drittel Arbeitstag haben, dann nicht mehr als arbeitslos gelten. Die Statistik habe ich verbessert, aber ich habe doch das Problem nicht gelöst, weil ich ja nicht etwa mehr Vollzeitarbeitsplätze geschaffen habe. Und natürlich sehen wir, welche Korrekturen die SPD in ihrem Wahlprogramm vornehmen will. Aber man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass Peer Steinbrück die Agenda 2010 überwindet. Also wenn es nun ein Sozialdemokraten gibt, der für neoliberale Politik steht, dann ist es Peer Steinbrück, der das ja alles gut findet. Der mochte die Vermögenssteuer nicht, der wollte die Senkung der Körperschaftssteuer. Er war derjenige, der auch Grenzen gesetzt hat bei der Erbschaftssteuer und so weiter. Und genau so hat er ausgeweitet die Leiharbeit, die befristete Beschäftigung und vieles mehr. Und dann bitte ich Sie, sich auch noch mal anzuschauen. Ich will nicht viel mehr sagen, weil wir morgen ja eine Bundespressekonferenz zur Agenda 2010 geben. Da werden wir das sehr genau machen, auch schriftlich Ihnen mal sagen, welche Folgen das Ganze hat. Aber ich möchte auf einen Umstand hinweisen, wo keine Reparaturen im Wahlprogramm vorgesehen sind. Zum Beispiel Rente erst ab 67, die soll ja so bleiben. Hartz IV, keine Korrekturvorschläge im Wahlprogramm. Bei der befristeten Beschäftigung keine Korrektur. Darf ich darauf hinweisen, dass 52% aller Bürgerinnen und Bürger bis zum Alter von 35 Jahren nur noch befristete Arbeitsverträge haben? 52%, mehr als die Hälfte. Das ist überhaupt nicht vertretbar und die SPD schlägt keine Korrektur vor. Und auch der Missbrauch der Werkverträge, da fällt ja nichts anderes ein, außer dass die Betriebsräte irgendwie mitreden sollen. Aber den Missbrauch müssen wir doch erstmal ausschließen, wie wir ihn gegenwärtig erleben. Also ich sag mal, selbst die Reparaturvorschläge sind unzureichend, aber das Verheerende ist, dass die deutsche Sozialdemokratie zusammen mit den Grünen und assistiert von Union und FDP den größten Sozialstaatsabbau in der Geschichte Deutschlands mit der Agenda 2010 organisiert hat. Aber ich bin relativ froh, im Augenblick scheint es so zu sein, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit das zentrale Wahlkampfthema wird. Und da werden wir Vorschläge unterbreiten. Auch wie eine andere Agenda in Deutschland aussehen kann. Lassen Sie mich zu dem zweiten Punkt etwas sagen, zu den Energiepreisen. Wir hatten heute ein Gespräch mit vielen Sozialverbänden. Ich habe das zusammen durchgeführt mit Karen Ley, unserer Abgeordneten. Und es ist hochinteressant, ob ich die Diakonie nehme, ob ich den Wohlfahrtsverband nehme, ob ich die Arbeiterwohlfahrt nehme, ob ich den DGB nehme. Sie waren alle da.
und haben Vorschläge unterbreitet, wie man das Ganze sozial gestalten kann. Aber es wird zu wenig auf diese Verbände gehört. Und eine Frau, die war vom Bundesverband der Schuldnerberatung, hat erzählt, wie ein älterer Mann, der jetzt seit Monaten keinen Strom hat, der schwer krank ist, der auf Knien seine Sachen waschen muss, weil er ja keinen Strom mehr hat, um eine Waschmaschine anzuschließen etc. Ich meine, das ist doch alles indiskutabel. Wir haben einen Artikel 1 des Grundgesetzes, wonach die Würde des Menschen unantastbar ist. Also müssen wir doch mal sagen, Stromsperren müssen wir verbieten. Und übrigens diese blöde Einschränkung, wenn ich das mal auch als Jurist erklären darf, da steht drin, in sozialen Härtefällen soll keine Stromabschaltung passieren. Die Energiekonzerne sagen, wir können das ja gar nicht überprüfen, dann müssen die Leute das beantragen, eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht. Aber die Leute, die das betrifft, wissen überhaupt nicht, wie sie eine einstweilige Verfügung beantragen soll. Also zum Teil wissen sie das natürlich, aber ein großer Teil weiß es nicht. Die finden auch gar nicht den Weg hin. Es ist so absurd. Und wir haben das mal verglichen mit anderen Ländern. Es ist bei uns am schlimmsten und am ungenauesten geregelt. Es gibt Länder, wo es das gar nicht gibt. Und es gibt andere Länder, wo klar gesagt worden ist, wenn Kinder sind, geht das nicht und das nicht und das nicht mit klaren Punkten. Also wir sind der Meinung, man muss das Ganze verbieten. Aber wir haben uns auf viele Fragen verständigt, auch unser Vorschlag, dass man pro Haushalt 300 Kilowattstunden und dann noch pro Person 200 Kilowattstunden unentgeltlich erhält. Auch unser Vorschlag zur Abwrackprämie kam auf große Zustimmung. Aber eine Frage haben Sie mir gestellt und die finde ich spannend, weil ich sie nicht beantworten konnte. Sie haben nämlich gefragt, wie verhindert man eigentlich, dass große Konzerne an dem Verkauf von mehr Energie auch mehr verdienen. Mit anderen Worten, wie erreicht man, dass die großen Konzerne daran interessiert sind, weniger Strom zu verbrauchen? Das ist wirklich eine spannende Frage, über die wir nachdenken müssen. Und da ich im Deutschen Theater als Gast Ernst Ulrich zu Weizsäcker hatte, der wiederum meinte, dass Energie viel zu billig ist, was aus ökologischer Sicht ja auch stimmt, kann ich nur sagen, unsere Idee des ökologisch-sozialen Umbaus bleibt richtig. Wenn wir die soziale Frage nicht mitbeantworten, wird auch der ökologische Umbau nicht gelingen, den man allerdings ernst nehmen muss. Nun lassen Sie mich noch was kurz zur Familienpolitik sagen. Also ich glaube, die Union kommt ja in ein ideologisches Desaster. Also Sie müssen sich mal die Familienvorstellung der Union ansehen und das dann vergleichen mit der konkreten Politik. Also wenn es nach der Union ginge, brauchen wir eine erweiterte Reproduktion der Bevölkerung. Das heißt, so ein deutsches Ehepaar sollte ja 3 Kinder haben. Sollten die ja alle irgendwie die Frauen im Kirchenchor singen, die Männer auch. Und wenn es nach der Union ginge, sollen die Männer dann noch im Schützenverein sein und die Heimat ungeheuer lieben und da sehr verbunden sein, wenn ich mal so die ganze Ideologie zusammennehme. Und dann sagen sie immer, wir brauchen einen ungeheuer flexiblen Arbeitsmarkt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen hingehen, wo sie einen Job finden. Die können nicht immer glauben, dass sie dort eine Ausbildung bekommen und dort einen Arbeitsplatz, wo sie geboren sind. Dann frage ich mich, wie soll das schon mal miteinander übereinstimmen? Dann haben wir 16 verschiedene Schulsysteme. Also wenn man Kinder bekommt und dann ein Bundesland verlässt und in ein anderes Bundesland geht und diese Kinder sind schulpflichtig, verhält man sich gegenüber den Kindern schon mal verantwortungslos. Aber das Entscheidende ist, dass wir eine zunehmende Armut haben. Und es stellt sich Folgendes heraus, Kinder machen arm. Und daran wird nichts geändert. Und da helfen auch wohlmeinende Worte von Bundesministerin Schröder und Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht weiter, weil es ja für die jungen Familien keine Sicherheit gibt, keine Planbarkeit gibt, keinen Ausgangspunkt gibt, um Familien wirklich verantwortungsbewusst gründen zu können. Ich komme wieder auf mein Beispiel zurück. 52% der bis zu 35-Jährigen, also der bis 35-Jährigen, haben nur befristete Arbeitsverträge. Wie soll man denn auf dieser Grundlage sagen, also jetzt bilde ich eine Familie, jetzt bekomme ich Kinder? Der weiß ja gar nicht, ob er nach einem halben Jahr noch einen Job hat. Der weiß überhaupt gar nicht, ob er sich das leisten kann. Ich will nur mal darauf hinweisen, auch was die Union so familienpolitisch äußert und was sie arbeitsmarktpolitisch macht oder was sie im Sozialbereich macht, das passt alles nicht zusammen. Ich kann überhaupt kein wirkliches Konzept erkennen.
Und dann sage ich Ihnen auch, wir müssen eben ein paar gesetzliche Änderungen machen. Das reicht auch nicht. Und worauf Frau Schröder so stolz ist, der Erfolgsfaktor Familie, dass sich da circa 4.500 Unternehmen bereit geklärt haben, in so einem Netzwerk mitzuwirken. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das 0,13% unserer Unternehmen sind? Das hilft doch nicht wirklich weiter. Übrigens müssen wir auch die Einstellung verändern. Also in den USA geht man davon aus, dass eine Frau, die drei Kinder betreut und erzogen hat, oder auch ein Mann, dass die besonders fähig sind für ein Unternehmen. Wer drei Kinder ausgehalten hat, hält auch so ein ganzes Unternehmen aus. Die haben da eine gänzlich andere Einstellung, während wir immer so eng denken und sagen, ach, die ist ja zwei oder drei Jahre raus aus dem Beruf, die hat ja nicht mehr die Kenntnisse. Also es ist auch so ein überkommenes Denken, was bei uns noch vorherrscht. Aber neben der Aufklärung brauchen wir natürlich auch gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel den Anspruch, wenn eine Frau oder ein Mann wegen der Kinder in Teilzeit geht, dass sie das Recht hat, danach wieder einen Vollzeitjob zu bekommen. Wenn sie nicht einen juristischen Anspruch darauf hat, ist ja wieder die Angst viel zu groß. Dann kriegt sie ein Kind, dann macht sie eine Teilzeit, dann will sie Vollzeit, dann kriegt sie keine Vollzeit. Also sagt sie sich, verzichte ich doch lieber auf das Kind. Also ich kann nur sagen, die ganze Art, wie die Bundesregierung da herangeht, ist abenteuerlich. Das Letzte, was ich dazu sagen will, ist natürlich der Rechtsanspruch ab 1. August auf einen Kindertagesstättenplatz, wo man jetzt leider ja daraus macht, dass auch wenn eine Frau oder ein Mann drei oder vier Kinder betreut, dann ist das auch was. Es ist natürlich keine wirkliche Kindertagesstätte, aber ich lasse das mal jetzt alles weg. Trotzdem ist es abenteuerlich, es passiert ja nichts in den alten Bundesländern, um den Rechtsanspruch zu realisieren. Da sieht es in den neuen Bundesländern wesentlich besser aus, das wissen Sie. Aber was macht die Bundesregierung? Sie verschiebt jetzt den schwarzen Peter an die Kommunen und an die Länder, anstatt hier mal die Initiative zu ergreifen. Der Gesetzgeber war der Bund. Wir haben den Rechtsanspruch festgelegt. Also müssen wir jetzt auch Initiativen ergreifen, damit es die ausreichende Zahl von Kindertagesstättenplätzen gibt, und zwar auch in Bayern, kann ich nur sagen. Genauso wie in Schleswig-Holstein und natürlich überall. Denn ich möchte, und dafür streite ich wirklich mit Leidenschaft, Chancengleichheit für Kinder. Und ich möchte nicht, dass sie durch das Bundesland, in dem ihre Eltern leben wollen oder leben müssen, spielt doch keine Rolle, ihren Job haben, benachteiligt sind bei Kindertagesstätten. Und ich will auch, dass dort qualifiziertes Personal arbeitet, nicht so, man kommt mal vorbei und übernimmt das. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die dort verrichtet wird. Und ich will auch, dass es beitragsfrei ist, der Besuch, und dass die ein gesundes und vollwertiges Mittagessen erhalten. Also es gibt so ein paar Punkte, die müssen wir wirklich erledigen, und dafür müssen wir Geld ausgeben. Und an anderen Stellen könnten wir es sparen, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, Sebastian Grüner von Reuters. Herr Giese, die Bertelsmann-Stiftung ist ja heute in den Medien mit Ihrem Vorschlag, bis 69 das Regelrentenalter heraufzusetzen. Wie bewerten Sie denn diese Tendenz? Der Bundesminister Schäuble hat mal im Bundestag gesagt, dass die Grenze 67 erst der Anfang sei. Daraufhin habe ich ihn gefragt, wo das Ende ist. Ich wollte wissen, ob bei 87 oder 92 oder so. Das hat er mir aber nicht verraten bis heute. Ich glaube, die ganze Überlegung ist falsch. Wir lösen die Rentenproblematik nicht dadurch, dass wir die Rente immer weiter nach hinten verschieben, weil das ja nichts anderes ist als eine Rentenkürzung. Aber abgesehen davon, dass es eine Rentenkürzung ist, hat es mit den Realitäten in unserer Gesellschaft nichts zu tun. Versuchen Sie doch mal als 64-Jähriger einen Job zu kriegen, auch bei der Bertelsmann Stiftung. Melden Sie sich da mal an, sagen Sie, ich bin arbeitslos, 64, hätte gerne einen Job bei Ihnen. Was Sie da für eine Antwort bekommen. Wissen Sie, wie viele Vollzeitbeschäftigte wir bei 64-Jährigen haben? Etwas über 9% bei den Männern und etwas über 4% bei den Frauen. Lächerlich. Nein, das ist nicht der Weg. Außerdem unterschätzen Sie alle die Produktivitätsentwicklung. Und die Produktivitätsentwicklung gibt her, dass wir selbstverständlich Rente wie bisher ab 65 Jahren bezahlen können oder wie bis vor zwei Jahren ab 65 Jahren bezahlen können. Und ich sage noch einmal, wir brauchen eine Reform, das stimmt. Aber nicht in Kürzung der Rente, nicht durch Altersarmut, sondern dadurch, dass alle mit Erwerbseinkommen verpflichtet werden, künftig verpflichtet werden, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Alle.
Warum müssen Rechtsanwälte nicht einzahlen? Warum müssen Bundestagsabgeordnete nicht einzahlen? Warum müssen Beamtinnen und Beamte nicht einzahlen? Warum müssen Handwerker nicht einzahlen? Das geht nicht. Wir müssen sagen, alle mit Erwerbseinkommen müssen einzahlen. Dann haben alle natürlich auch einen Anspruch auf gesetzliche Rente. Wenn wir dann noch die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen, dann muss der nächste Ackermann, ich weiß, ich kann es für die heute 50-Jährigen nicht mehr einführen, das kriege ich ja nicht mehr umgestellt, aber für die Jungen kann ich das doch anders und neu regeln. Und dann muss der nächste Ackermann eben von seinen ganzen Millionen einen Beitrag bezahlen. Allerdings muss ich den damit verbundenen Rentenanstieg abflachen. Das erlaubt auch das Bundesverfassungsgericht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die SPD diesen Weg nicht geht, sondern diesen ganzen Quark mitmacht, die Rente um Jahre zu kürzen. Erstmal um 2 Jahre und jetzt sagt die Bertelsmann Stiftung eigentlich um 4 Jahre. Und dann wird der nächste kommen und sagen, 71 können wir uns nur noch leisten. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Außerdem gibt es noch Berufe, wo das eine völlige Zumutung ist. Sie müssen sich mal Dachdecker ansehen, Sie müssen sich mal die Stahlarbeiter ansehen, Sie müssen sich mal eine OP-Schwester ansehen. Also die steht an dem Operationstisch stundenlang und leistet dort ihre Arbeit. Und der dann zu sagen, du mach das mal bis 69, ist also wirklich abstrus, kann ich nur sagen. Die haben sich noch nicht angeguckt, wie solche Leute arbeiten. Die denken alle, die arbeiten wie Politikerinnen und Politiker. Hier können sie natürlich steinalt werden, aber in anderen Jobs geht das nicht. Ich sehe dann keine weiteren Fragen und bedanke mich bei Ihnen. Stimmt doch aber.